So, mal schauen. Der Ton sollte jetzt auch auf Facebook funktionieren. Ja, Ludger, danke für die Info. Das sollte jetzt also auch durchgehen. Ja, sieht so aus, dass das jetzt geht. Ausschlag ist auch da. Da war noch was verstellt. Also. Das Ganze machen wir jetzt durchweg, durch hier an dieser Stelle. Wie schon gesagt, stellt ruhig die Fragen einfach rein in die Chats. Ich schaue mir das Ganze an. Durch diesen Workaround sozusagen äh, sehe ich jetzt auch die Fragen über eine andere Geschichte hier an dieser Stelle. Sollte also heute Morgen zumindest fragetechnisch alles schön auch funktionieren. Wir blicken jetzt mal auf die Nachrichtenseite. Nachrichten für heute, Industrieproduktion aus Deutschland und Handelsbilanz, beides schöne Zahlen, alles. Hat sich gut entwickelt. Es zieht so langsam wieder an, trotz der aktuellen Umstände. Ja. Also wir sehen es auch die Wirtschaftsindikatoren zeigen eine Besserung der Lage an. Und das ist schön und das ist das, was der DAX in den letzten Tagen in Teilen auch vollzogen hat, wo es immer mal auch schön nach oben ging, trotz der Gewinnmitnahmen. An den US-Märkten haben wir da ähnliches gesehen. Das schauen wir uns nachher allerdings gleich an. Also Wirtschaftszahlen heute aus Deutschland, Industrieproduktion und die Handelsbilanz schöne positive Zahlen. Was bekommen wir noch? Das Event des Tages in den USA ist mal ganz klar hier um 14.30 Uhr. Die Non Farm Payrolls, also die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Das wird sehr, sehr überraschend werden und das kann den Markt durchaus deutlich beeinflussen. Warten wir es ab. Was gibt es noch? Die Arbeitslosenquote. Ganz klar aus Kanada bekommen wir 1430. Ebenfalls Arbeitszahlen äh, gebracht und um 16 Uhr dann noch einen Einkaufsmanager-Index. Und heute Abend, freitags wie immer, der Blick in die ähm, CFTC, also die COT Reports, das Ganze dann am späten Abend. Wir bekommen es hier gezeigt auf der Uhrzeit. Ich schaue mal nach, 21.30 Uhr ist da der aktuelle äh, Sachverhalt auf den Schirmen. Das Ganze dazu. Und dann haben wir ja gestern gewartet auf das, was die Richterin in den USA sagt. Das ganze Ding war ein komplettes. Non-Event, da ist nichts passiert, da hat der Markt also vorher, äh, jetzt im Nachhinein wissen wir das, etwas, ja, äh, viel Bangen gehabt, aber man weiß ja nie, Sicherheit geht vor. Das also die Tagesnachrichten für den heutigen Tag, dann schauen wir gleich nochmal eben kurz auf die Nachrichten der aktuellen Handelswoche zurück, das brauchen wir nachher auch, wenn wir uns die Indizes mal so ein bisschen anschauen. Wir sehen es hier ähm, an dieser Stelle mal so ein paar wichtige Sachen. An dieser äh, Stelle hier den, äh, das Thema Einkaufsmanagerindex, das stand ja diese Woche sehr, sehr viel auf der Uhr und da sehen wir äh, doch einige grüne Zahlen, die wir hier sehen. In Deutschland verarbeitendes Gewerbe hat positiv überrascht, ähm, in den USA der ISM Einkaufsmanagerindex für das äh, verarbeitende Gewerbe ebenfalls positiv überrascht. Briten waren gar nicht so schlecht, besser als das letzte Mal, nur leicht unter den Erwartungen, also auch dort wächst das Ganze langsam an dieser Stelle an. Bei den Dienstleistungen in Großbritannien ein ähnliches Bild, angewachsen, aber leicht unter den Erwartungen. Ähm, ADP-Beschäftigung, das war natürlich ein Klaller hier, ne? was ist erwartet worden? Hier, da sehen wir deutlich äh, eine deutliche Abweichung der Zahlen, also ein deutlich schlechteres Ergebnis als das, was äh, gebracht worden ist oder das, was erwartet worden ist und da muss man wirklich sagen, fragen das ist so ein bisschen ein kleiner Vorlauf. Das ist ja von einem privaten ähm, Dienstleister erstellt worden hier an dieser Stelle, der ATP. Und heute kommt natürlich die offizielle Lesweise. Und da, wenn wir da auch deutlich schlechtere Ergebnisse bekommen, mal sehen, was da draus wird, wie die Märkte reagieren. Das bleibt auf alle Fälle etwas, was für den heutigen Tag sehr, sehr wichtig ist. Ansonsten am Mittwoch der ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung in den USA. Hier auch Thumbs Up. Das ist ein gutes Ergebnis gewesen, auch eine grüne Zahl, so langsam. Steigt auch das wieder an und die Rohöllagerbestände, die haben hier ordentlich eine Kerpe auch in die Bestände gehauen. Wieder ein deutlicher Rückgang, das hat man dann am Ölpreis gemerkt. Aber so richtig vom Fleck kommt der da oben nicht, aber er steigt langsam auch wieder nach oben an. Aber es ist halt alles relativ verhalten hier im Öl. Trotz alledem, Bewegung gab es mittlerweile dadurch entsprechend auch. Gestern haben wir dann den Zinsentscheid von der Bank of England bekommen, das haben wir ja gesehen. Da ist äh, ja nichts Grammatisches passiert. Äh, von der Seite her war es das gewesen? Wie schon gesagt, in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Hier haben wir die Zahl bekommen. Die lag etwas unten drunter, deswegen hier entsprechend grün gekennzeichnet. Das ist der Rückblick und jetzt noch der Ausblick für die nächste Woche. Nächste Woche, äh, ja, ab nächster Woche strecke ich mal für drei Wochen meine Füßchen am Strand aus und genieße ein bisschen die Sonne. Drei Wochen mal keine Arbeit, keine Börse von der Seite her reine Erholung. Der Martin Gürsch wird meinen Platz hier dafür einem die Urlaubsvertretung machen. Danke an dieser lieber Martin, auch dafür. Und äh, der geht dann durch. Die Nachrichten bringe ich trotz alledem. Japan hat Feiertag am Montag. Müssen wir so ein bisschen auf der Uhr haben. Gerade für die asiatischen Währungen ist das immer mal gut zu wissen. Dann gibt es hier entsprechend Montag die JOLS-Stellenangebote. Dienstag bekommen wir von den Briten das Thema Arbeitslosigkeit auf die Uhr. Dann den ZEW-Index, die ZEW-Konjunkturerwartung in äh, Deutschland. Am Mittwoch geht es dann weiter mit den BIP in Großbritannien. Auch sehr, sehr wichtig die Produktion des verarbeitenden Gewerbes bei den Briten. Und in den USA gibt es die Verbraucherpreise. Da wird es allerdings, nehme ich mal an, keine Gravierend großen Überraschen sozusagen geben die Rohelagerbestände dann am Mittwoch ebenfalls noch und am Freitag bekommen wir aus China Daten zur Industrieproduktion für äh, den Juli, die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Das war es dann schon mit den wichtigsten Nachrichten für die kommende Woche. Also damit haben wir schon mal ein paar Richtwerte, was hier auf der Uhr steht, was man im Kleinen durchaus für das Trading mit beachten kann. Das wäre das und jetzt geht es endlich zurück zu den Charts darauf, wo hier gewartet wird. Wie schon gesagt, wenn jemand eine Frage hat, einen Wunschmarkt analysiert haben möchte, ähm, über den Workaround im Facebook sehe ich auch die Fragen dort an dieser Stelle. Da bin ich sozusagen jetzt auch mal Zuschauer an diesem Punkt und natürlich in Zoom. Wer da was hat, bitte einfach rein und ich gehe gerne auch auf die ein oder andere Frage hier an dieser Stelle mit ein. Wir starten durch bei den Währungen heute auf der Uhr. Zuerst mal der Blick in Euro, japanischen Yen. Hier musste ich wieder auf den Wochenchart zurückgreifen. Ja, also diese weit ausladenden Bewegungen, haben halt dafür gesorgt, dass wir weite Historien hinten rein brauchen und das bringt uns hier natürlich jetzt den Blick in die Woche und die Woche heißt an dieser Stelle, schaut euch das mal an, sehr, sehr, sehr interessant, was wir hier sehen und zwar mit Blick auf das Chartgeschehen im Wochenchart an sich, ja, das Ganze hier an dieser Stelle, ich zeichne euch mal ganz kurz ein, worauf es mir hier an diesem Punkt ankommt und zwar ist das das Verhalten, was wir hier haben, schaut mal, ich nur, ich, es ist eine rein grobe Skizierung, ne, Drunten drunter die Bewegungen und Korrekturen, die haben wir natürlich immer auch ein bisschen trendig äh, an dieser Stelle. Äh, und damit ist es hier so geschehen, dass wir den Abwärtstrend mit da haben. Und hier, schaut es euch an, was als nächstes passiert ist. Hier sind wir quasi über das letzte Zwischenhoch im Abwärtstrend gelaufen. Heißt also, im großen Bild hat Euro-Japanischer Yen jetzt mal zu einem kompletten Richtungswechsel umgesetzt. Und das mittlerweile nicht nur hier in einem kleinen Stückchen. Sondern ebenfalls deutlich nach oben gesehen. Das heißt, wir hatten ja hier diesen Verkaufsbereich um die 123,75. Der ist hier mal angelaufen worden. Dann gab es den deutlichen Rücksetzer, auch ein interessanter Bereich, wo er aufgekauft wurde. Und dann das Ganze schön zur Oberseite hin gesehen. 1255 war das Hochlevel hier und wenn wir mal so ein bisschen in die Historie schauen, wir sehen es hier drüben an dieser Stelle, also hier oben hier hinten in diesem Bereich, das war ein ehemaliges Verkaufslevel hier, da ist der Markt so drüber geschwungen, also ein Bereich, der durchaus vom Markt auch Beachtung gefunden hat und da sind wir jetzt leicht oben rangelaufen, ja? Und Verharren dort oben so ein bisschen Verhalten. Wie schon gesagt, das ist jetzt der Blick in den Wochenchart. Und wenn sich die Woche nach oben hin wieder wegsetzt, das heißt über den Widerstand bei 125,50 steigt, haben wir weiter Steigungspotenzial. Hier, da können wir uns mal an diese Swing-Heist, beziehungsweise hier das Zwischenhoch orientieren. Das nächste auf der Oberseite 126,80 beziehungsweise hier oben 127,50. In der Woche, wohlgemerkt, das sind weite schöne Schwankungen. Auf der Unterseite sind wir unterstützt. Erst einmal hier bei 123,75, also hier das letzte Level, wo wir oben schön durchgegangen sind. Auch das ist etwas unter dem Trendentstehungslevel. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal eben in der, in der, in der Woche, wollte ich gerade sagen. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal im Tag an. Ja? Im Tag sehen wir nämlich hier auch im kleinen Schwingend. Ich raff's mal kurz zusammen. Wir machen es gleich größer, keine Sorge hier an dieser Stelle, schaut mal, das war jetzt der große Wochentrend und hier unten sind wir von der Marke etwas über 119 jetzt schön angefangen nach oben zu trenden, also der letzte Bewegungsarm läuft auch sehr schön trendig und das sehen wir entsprechend hier auch in dem Trendverlauf, der ist hier so ein bisschen eingezeichnet, das ist mal der untergeordnete Trendverlauf, aber auch hier sehen wir es im groben Bild schön nach oben schwingen, auch das markiere ich noch mal eben ganz kurz rein, für diejenigen die es nicht sehen, also schaut hier, da gab es den Bewegungshochlauf, hier das erste Stückchen hier bis oben ran auch wieder das Ganze schön grob einfach nur mal angezeichnet also die Feinheiten habe ich jetzt hier mal außen vor gelassen grob nur steigende Hochs steigende Tiefs das an diesem Punkt und wir sind jetzt hier oben an dieser 125 50er Marke als Widerstand sozusagen und da hat der Markt und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Stundenchart oder beziehungsweise hier das letzte im Tageschart auch anschauen dann sehen wir setzt sich dieser Aufwärtstrend auf Tagesbasis fort haben wir wirklich schöne Karten oben reinzulaufen und die Entscheidung ob wir jetzt eine Korrektur bekommen oder schön oben drauf laufen hat an erster Stelle erstmal kurz diese Kerze hier. Ich markiere die mal ganz kurz mit einem Pfeil. Hier diese Kerze, die hat nämlich eine Ober- und eine Unterseite und in der bewegen wir uns momentan so ein bisschen hin und her. Also diese Range äh, obendrauf, was haben wir hier gehabt? Etwas um die äh, 125, knapp 60 und unten drunter hat man die 124, 65. In diesem Schwungbereich brechen wir drunter durch, zeigt das ein bisschen korrektive Phase an. Das schauen wir uns gleich in den kleineren Zeiteinheiten an. Gehen wir aber drüber, schön Bewegungsfortsetzung dann. Nächste Marke 126,80. Und das Ganze jetzt mal noch mit Blick in den entsprechenden Chart hier im 4-Stunden-Zeitrahmen. Auch hier raffe ich das Bild mal eben kurz zusammen, damit wir die größere Geschichte sehen. Und da sieht man halt auch, wenn ich solche Charts beispielsweise äh, in den Publikationen verwende, da kann man halt nichts lesen. Deswegen seid mir da bitte nicht böse, dass ich da ab und zu mal einen Wochenchart nehme. Ich will ja auch, dass die Leser etwas sehen können. Dort, wo mir das zumindest möglich ist, mache ich das. Aber... Gehen wir zurück hier zum 4-Stunden-Chart. Da sehen wir es hier. Ich mache es mal rein: der letzte Bewegungsarm. Hier trendet er schön nach oben. Und worauf es jetzt drauf ankommt, ist die Situation hier an dieser Stelle. Wenn wir uns mal den letzten Trendverlauf anschauen, das mache ich jetzt hier drinnen mal kurz eben so. Obwohl, das ist so schwierig hier. Kurzen Augenblick, lasst mich das mal kurz wieder übers Zeichentool machen. Ähm, da haben wir aktuell den Aufwärtstrend am Laufen. Hier, schaut euch das mal an. Also, ich, ich fange einfach mal kurz an: hier die letzte Korrektur genommen, dann oben drüber gelaufen. So sieht der Trend momentan aus. Und jetzt heißt es halt, wir sind in die Korrektur reingelaufen. Geht es hier unten drunter, wie schon gesagt, diese 123, äh, 57 oder 75, so rum, ähm, die sind an dieser Stelle entscheidend. Fallen wir nämlich unten drunter, das ist das Support-Level, dann haben wir diesen kleinen Aufwärtstrend hier gebrochen und dann sehen wir erstmal so ein bisschen korrektive Phase nach unten. Anlaufpunkte im Kleinstbereich sind dann an dieser Stelle hier die Support-Level knapp um die 123. Dann haben haben wir hier ein ziemlich großes Drehlevel in diesem Bereich, auch um die 122,40. Also, das ist dieser Bereich hier, als der Markt hier in diesem Dreh rumgeschwungen ist. Das ist sozusagen ein gewisser Supportbereich, den wir hier drinnen liegen haben, aus dem untergeordneten Umschwungbereich. Und dann sehen wir weiter nach unten hin, haben wir natürlich hier das Zwischentief ganz klar liegen, aber bis dahin ist noch ein bisschen Luft. Das heißt, wir haben hier erst einmal auch den Bereich um die 12040, bevor wir dann hier das Swinglow um die Marke von 190. 19,30 haben. Das sind die Dinge unten drunter. Sollte es hier zu einer korrektiven Ausdehnung durch einen kleinen Abprall von diesem Widerstandslevel kommen, die müssen wir auf der Uhr haben. Den ein oder anderen Trader wird es da wahrscheinlich auch so ein bisschen in den Fingern jucken, äh, das Ganze nach unten zu traden. Wir haben tatsächlich planbare Anlaufmarken an dieser Stelle im Euro, japanischen Yen. Ju! Wir machen weiter, wir bleiben beim japanischen Yen, gehen zum Kandola japanischen Yen. Hier an dieser Stelle. Der Blick in den Tageschart hier drinnen, also der Chartverlauf hier, sieht auch ein bisschen anders aus, wie das, was wir gerade gesehen haben. Ähm, wenn ich es mal ein bisschen zur Seite rutsche, hier kommt es unter anderem momentan auf das Verhalten der Marktteilnehmer an. Wir sind wieder nach unten unterwegs. Wir haben es gesehen. Ich habe es auch markiert. Die Range ist weiterhin intakt an dieser Stelle. Heißt also, der Deckel oben ist bei ungefähr 79,70 drauf. Unten um den groben Bereich bei 78,45 haben wir hier eine Auffang. Zone. Das sind mal wichtige Marker. Wir haben es gesehen. Ich habe diese beiden Kerzen hier markiert. Wir haben hier oben fallende Hochs. Das Risiko, was hier jetzt an dieser Stelle besteht, ist ganz klar, dass wir. Was heißt Risiko? Das ist auch immer so ein bisschen der falsche Begriff. Ist ja kein Risiko. Es ist einfach nur eine Trading-Chance. Risiko ist es nur für die Long-Trader. Schaut mal hier. Was wir hier jetzt haben, ist ein Abwärtstrend. Der läuft. Was wir haben im Abwärtstrend hier oben, diese Zone um die 7970, ist das Widerstandslevel. Da sind wir jetzt in der aktuellen Korrektur reingelaufen und drehen wieder nach unten um. Das ist mal der Fakt, den wir jetzt haben. Hier haben wir zwei Chancen. Erstens, der Markt fängt sich und dreht wieder nach oben um. Das heißt, nimmt diesen oberen Bereich wieder in Angriff. Das wäre dann jetzt aus dieser Phase doch sehr positiv zu sehen und damit die Chance gegeben. Dass wir doch hier in die Marken um die 80, 81 japanischen Yen wieder oben reinlaufen. Dazu muss der Markt aber hoch. Er muss auch oben drüber über den Widerstand und über die 79, 86, dass das raus kann. Heißt also, das wäre dann die Korrektur irgendwo hier in einer leichten Flagge nach dem starken Schub nach unten. Aber wir haben hier ein ganz eindeutiges Schurzsignal bekommen. Das sehen wir auch im Vier-Stunden-Chart. Ne, wir gucken es uns im Stunden-Chart an. Da sieht es ein bisschen schöner aus. Und dieses Schurzsignal muss man nicht zwangsweise ignorieren, warum wir kamen von oben direkt an den Widerstand rangelaufen und trennten jetzt so ein Stück weit nach unten. Das ist das, was wir hier an diesem Punkt auch sehen. Also der Abwärtstrend, der kleine, ist hier ganz klar intakt und das ist halt auch ein Zeichen, dass der Markt nach unten möchte. Und er hat das tief hier rausgenommen und mittlerweile hat er auch hier diesen Aufwärtstrend gebrochen. Das heißt, wenn wir mal grob dieses Schwunglevel hier markieren wollen an dieser Stelle, diesen Bereich hier raus, er ist halt unter diesem wichtigen Bereich hier drunter gelaufen. Damit haben wir das auch erstmal rausgenommen und haben weiteres Potenzial zur Unterseite hin. Das heißt, wenn wir jetzt nach oben ansteigen, kurzfristig müssen wir erstmal schauen, was passiert hier oben in diesem Bruchbereich, also unter dem Tief der gestrigen Tageskerze, wurde ja das Verkaufssignal getriggert. Wenn wir hier Kurz ansteigen auf die 79,23 und da direkt Schwäche wieder reinbekommen, wäre das sehr, sehr positiv zu sehen. Warum? Das wäre dann das Zeichen, dass die Shortsitzung weiter nach unten geht. Nächster Anlaufpunkt, wie schon gesagt, hier unten der Auffangbereich um die 78,45, beziehungsweise dann hier unten dieser Ausreißer unten rein, dieses Zwischenlow bei 77,61. Das sind die kurzfristigen Marker, die wir zur Unterseite haben. Und wenn wir dann tatsächlich hier unten drunter fallen sollten, das wäre dann genau der. Punkt, den ich gerade auch im Tageschart gezeigt habe, das wäre dann Trendfortsetzung und damit haben wir dann noch viel, viel größeres Potenzial zur Unterseite. Also der Drehbereich hier oben ist ein sehr, sehr interessanter, gerade für das Thema im Swing Trading, für den einen oder anderen, der das mit nach unten begleiten möchte, ist diese Situation jetzt recht interessant und wichtig ist es dann zu beobachten, was hier unten bei 7845 passiert. Kriegen wir hier direkt äh, Verkaufdruck rein, dann sieht es gut aus für eine Trendfortsetzung mit weiter Weg nach unten offen. Ansonsten... Haben wir ganz normal klassisch, die kennt ja auch mittlerweile jeder, der hier regelmäßig zuschaut, die In-Range-Trading-Strategien? Und da sehen wir, was hier ja gut funktioniert: von oben nach unten, von unten nach oben. Und an den Ecken oben und unten müssen wir einfach immer nur warten, was der Markt macht, ob er drunter geht ähm, und dann deutlich fällt oder ob er wieder rumdreht. Und da haben ja auch die Kauflevel beim letzten Mal gut gehalten. Schaut euch das mal an: hier an dieser Stelle das Untergeordnete oder das Schwunglevel hier um die 77, 61, 60, 61. Das hat sehr gut gehalten, um hier den Markt nach oben wieder reinzunehmen, da kamen die Käufer rein und das interessanterweise halt wieder Richtung hoch der Gegenbewegung bei 7970 hier. Im Widerstandslevel. Das der Blick in Kandala japanischen Yen. Und dann schauen wir jetzt noch auf Euro, Schweizer, Franken. Auch das eine Währung, die ja viele Traderinnen und Trader regelmäßig auf der Uhr hatten. Und wir haben das Währungsjahr Währungspaarjahr begleitet von oben zum Jahrestief und vom Jahrestief mittlerweile oben rein bis 1.09 wieder. Und hier an dieser Stelle äh, möchte ich für die aktiven Traderinnen und Trader unter uns jetzt mal noch einen Bereich durchsprechen den wir hier, äh, sage ich mal, seit einigen Tagen äh, beobachten können und Tradingchancen technisch nutzen können, weil wir immer wieder die gleiche, das gleiche Marktverhalten haben. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ganz klar, was wir hier an dieser Stelle sehen, ist logischerweise, ich zeichne es kurz ein hier. Die Situation, ja, die sieht ja, ich sage immer so schön im Blinder mit Krückstock, was hier los ist. Wir haben hier mittlerweile äh, einen Aufwärtstrend am Laufen, ganz klar. Ne? Schön unten das Schwunglevel um die 1,06 hat gehalten, um den Markt nach oben zu bringen. Ja, und jetzt haben wir allerdings eine Situation, die ist für den ein oder anderen Trader äh, ein bisschen ungewöhnlich, aber nicht so ungewöhnlich im Euro-Schweizer Franken. Wir sehen das in der Vergangenheit auch immer wieder Kerzen mit sehr, sehr ausladenden Schatten, also nach oben und nach unten. Und genau diese Situation. Haben wir jetzt auch wieder und das ist etwas, wo die kurzfristigen Trader durchaus davon partizipieren können, weil wir sehen, es gibt die Spikes zur Oberseite, die werden regelmäßig abverkauft. Es gibt die Spikes zur Unterseite, die werden regelmäßig aufgekauft. Und danach läuft der Kurs immer wieder in den Median rein. Also er steigt immer irgendwo wieder Richtung ähm, ja, das Tage, der Tagesmitte, manchmal auch sogar oben drüber. Aber dieses Schwankungsverhalten, das ist interessant zu sehen. Und das schauen wir uns mal ganz kurz hier äh, im Stundenchart auch noch mit an, wo man sich beziehungsweise wie man sich da auf die Lauer legen kann. Und da sehen wir halt. Dass diese unteren Spike-Bereiche und die oberen Spike-Bereiche immer wieder Beachtung finden. Na, hier sehen es hier unten, der Markt läuft diese Bereiche an, beispielsweise hier in diesem Bereich, hier, da sind wir rangelaufen, direkt wieder hoch. Hier haben wir den nächsten Bereich gesucht, runtergelaufen, direkt wieder hoch. Und diese Bereiche liegen halt irgendwo auch in Richtung dieser Aufwärtstrendlinie, die wir hier liegen haben. Das heißt, das ist wirklich ein schönes Setup. Für aktive Trader, diejenigen, die sich das Ganze auch anschauen, guckt einfach, was hier unten passiert, schaut, was oben passiert, und wenn wir dann dort oben ranlaufen oder unten ranlaufen und dann die Umkehr-Rückschnapper ähm, sehen, das sind genau die Setups, die wir hier brauchen im Kurzfristbereich, wenn man das Ganze auch aktiv traden möchte. Da kann man dann auch gerne mal in den 5-Minuten-Charts sehen und da sieht man es ja beispielsweise hier unten auch an der Linie hier. Hier drauf, hoch, drauf und dann absolut nach oben. Oben ganz genau das gleiche. Hier drüber, runter, zappel, ran, runter, hoch. Zappel, zappel, runter. Also wir sehen es, das sind so die kleineren Verläufe, die die aktiven Trader durchaus nutzen können. Weil wir sehen gerade auch aktuell beispielsweise hier oben die Marke von 1,08. Das ist ein Bereich, da klebt der Markt oben dran und dann springt er wieder nach unten hin runter. Das ist interessant. Und im ganz kurzfristigen Bereich ist es jetzt natürlich interessant, was passiert hier unten. Ja, jetzt haben wir hier auch eine gewisse Range in diesem Bereich. Bricht die nach unten weg, haben wir erstmal wieder den Weg Richtung Unterseite dieser aufsteigenden größeren schräg nach oben laufenden Range und die haben wir da im großen Bild allerdings und das kann man an dieser Stelle auch konstatieren ist der Markt jetzt seit einigen Tagen oder seit einigen Wochen wieder stabil nach oben hin das heißt wir laufen hier schön nach oben rein ähm, und können das Ganze gut nach oben begleiten das sehen wir hier an dieser Stelle und da sehen wir auch den Markt schön nach oben laufen hier Richtung 109. Das ist das, was der zeigt, der Chart an dieser Stelle. Also der Aufwärtstrend instantakt auch wenn er stark schwankt. Also etwas für die Swing Trader ist auch dabei. Aber ich denke mal, die kurzfristigen Trader werden hier in diesem Chart deutlich mehr Freude haben. Das dazu. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz in die Fragefelder rein. Ähm, was wir hier haben, Guck, lasst mich mal kurz schauen, was wir haben. Jawohl, der Wettlauf über den ersten ist wieder da. Holla, die Waldfee, unsere Elena ist wieder zurück im Zuschauermodus liebe elena schön dich hier wieder zu sehen freut mich sehr äh, vielleicht sehen wir dich auch etwas öfter jetzt wieder morgen hier bist ja auch sehr beliebt als zuschauerin danke für das zuschauen heute morgen da freue ich mich riesig drüber ähm, wir schauen uns das mal kurz an was wir hier noch haben äh, thema bitcoin mache ich an anderer stelle bitcoin ist ein bisschen tricky ähm, kann man machen, mache ich wahrscheinlich mal äh, im, im Traders Lunch. Muss ich mal schauen, ob ich das mit auf die Uhr bekommen kann. Ähm, Gold und Silber sind allerdings äh, mit Bezug auf den Bitcoin auch hochinteressant. <laughs> die haben das Ganze ja von der Performance her ordentlich rausgepackt. So, jetzt muss ich mal schauen. Weitere Fragen habe ich zu äh, den aktuellen äh, Charts hier an dieser Stelle nicht. Das heißt, wir machen weiter im Text. Und weiter im Text heißt an dieser Stelle ähm, ganz, ganz klar. Wir schauen auf die Indizes, ja. Also Leute, jetzt gucken wir mal rein in den DAX. Hier kann man fast sagen, das Trauerspiel im DAX, <laughs> wenn man sich den Stundenchart mal so anläuft, Aber wir sehen halt, die Charttechnik funktioniert weiterhin hervorragend. Wir haben es hier abgesteckt. Ich mache es einfach mal lang. Nicht umsonst lasse ich diese Markierung ja auch drinnen. Wir haben momentan hier ein Schwankungsband, oben zwischen ganz grob. 12.750 bis 12.800, so in etwa. Ne? Wir sehen es hier: der Spike gestern ist ja gelaufen. War das gestern? Jetzt muss ich mal kurz gucken, nicht, dass ich den Dat das Datum verwechsel. Ja, genau, das war gestern, habe ich noch richtig in Erinnerung. Er ist bis 12.800 gelaufen, aber der Deckel oben drauf, der liegt halt bei 12.750. Wenn ich das mal ein bisschen zusammenraffe, sehen wir auch hier, das ist halt dieser Verkaufsbereich. Und der trägt halt momentan noch diesen Verkaufscharakter. Äh, da will man oben drüber noch nicht kaufen, das ist ganz klar. Und auf der gegenüberliegenden Seite unten haben wir diesen Kaufbereich. Also das, wo wir hier im größeren, im größeren Stile umgeschwenkt sind. Und das ist unten ganz grob 12.500 bis 12.550 irgendwo dieser Bereich. Den sucht der Markt momentan immer wieder und da schwankt er hin und her. Und wir sehen es halt, oben wird momentan lieber auf den Verkaufknopf gedrückt und unten wagt man sich immer mal so ein bisschen zögerlich hin und her. Also wir haben hier einen Schwankungsbereich im groben drinnen zwischen 12,57 und 12,500, 550 auf der Unterseite. Und diese Sachen, ja, die haben wir jetzt natürlich da und damit müssen wir leben. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal auf Tages Anschauen, sehen wir aktuell einen Markt, der etwas erschöpft aussieht. Aber das große Bild ist weiterhin auch aufwärts gerichtet. Ne? Wir sehen es, ich skizziere es mal ganz kurz an dieser Stelle hier wieder mit dem Zeichentool. Wir sind im, ich, 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 ich zeichne jetzt wirklich nur das grobe Bild, ne? also jetzt nicht die feinsten, kleinsten Einheiten, die wir hier haben in diesem Bereich. Das Ganze hier oben reingebracht. Hier gab es mal eine kleine Unstimmigkeit, aber dann ging es gleich wieder hoch. Das ist jetzt aktuell sozusagen mal der laufende Aufwärtstrend, grob skizziert. Und wir sehen es halt ganz klar, wenn wir das Ganze mal so ein bisschen äh, mit, mit einstellen, beziehungsweise in die nähere Lesweise mit reinbringen. Hier dieser Bewegungstrend, der blau markierte, der ist halt raus. Wartet mal, ich mache mal ganz kurz hier ein paar Linien weg, äh, damit wir ein bisschen mehr sehen können. So, kriegen wir ja hin. So, gut, da hätten wir es. So, also das ist mal jetzt so der Markerbereich, den wir jetzt hier haben. Ähm, und wir sehen es, wir sind hier unter diesem letzten Bewegungsarmtrend nach oben. Äh, den haben wir unterschritten, den haben wir gebrochen. Jetzt sucht der Markt so ein bisschen seine Richtung. Und wenn wir uns das grobe Bild mal anschauen wollen, hier an dieser Stelle, schaut mal, hier schwankt der Markt nach unten. Das heißt, wenn wir uns den Stundenchart mal anschauen, äh, im größeren Bilde, dann sehen wir hoppala kurzen augenblick dann sehen wir einen markt der abwärts gerichtet ist ja also das heißt wenn wir uns den stundentrend mal anschauen dann sehen wir den stundentrend ganz klar abwärts laufen ich zeichne das mal ganz kurz ein also auch hier das ist mal das trendige nach unten in diesem bereich hier an dieser Stelle schön mit reingesehen. Ähm, Im groben Bild ist das Ganze jetzt hier schön am Laufen. Eine Umkehrsituation haben wir hier so ein bisschen. Schaut mal, hier sind wir reingelaufen, hier oben rauf. So, das wäre das Ganze gewesen. Hier ist sozusagen wieder ähm, Aufwärtsdynamik reingekommen, aber wir können uns noch nicht nach oben durchringen. Wir klemmen quasi noch hier oben ran äh, und das zeigt uns jetzt das Bild und das bringt uns halt wieder in die Gefahr rein, dass wir durchlaufen. Wer das Ganze jetzt mal technisch ganz fein sehen möchte, ja, der sieht halt, dass wir zwar hier oben drüber gelaufen sind, hier eine Aufwärtstrendgeschichte gemacht haben, aber den durch das leicht tiefere Tief schon wieder so ein bisschen rausgenommen haben. Das sind so ein bisschen das nur das ist so ein bisschen das Grundrauschen mit. Das Bild, was wir hier sehen, äh, ist halt eins, was schon nach oben strebt im größeren Sinne, im weiten Sinne auch durch die Wirtschaftsnachrichten, die wir sehen. Aber im kurzen Rahmen sind wir momentan auf die Unterseite unterwegs. Das heißt, der Markt sieht eher die Unterseite und hier kommt es halt wirklich darauf an, was passiert hier. Das heißt, die Oberseite und die Unterseite. Nehmen wir diese 12.550 nachhaltig nach unten raus, dann haben wir jetzt erst einmal wieder die Gefahr, dass wir hier unten reinlaufen in die Unterstützungsbereiche, in die tieferen Unterstützungsbereiche und der nächste anlaufpunkt Punkt, den wir hier haben, das ist ganz klar hier unten. Mal dieses Level hier, da haben wir das Tief gehabt, ungefähr um die 12.200-Punkte-Marke. Und wenn wir uns das mal auf dem Tageschart mit anschauen, dann ist das genau die Situation, die wir hier haben. Dann kommt es dazu, dass hier im etwas größeren Bilde das dann entsprechend so ausschaut, dass sich aus diesem Rücksetzer hier, sollten wir unter die 12,2 runterfallen, ein Abwärtstrend bildet. Und der hat dann als nächsten Anlaufpunkt mal das Ziel hier: diesen Bereich um die äh 11.950, beziehungsweise dann hier dieses Zwischentief hier an diesem alten Level um 11.600. Also wir haben durchaus Risiken auf der Unterseite drinnen. Findet sich allerdings wieder die positive Lage, wie wir die auch an den US-Indizes in den letzten Tagen sehen, wird der Dax davon angesteckt und nimmt endlich die 12.750-Punkte-Marke nachhaltig raus. Dann haben wir auch wieder die Chance nach oben zu laufen. Also sehr, sehr interessant das Level, was wir hier oben in diesem Bereich gerade sehen. Und wir haben halt hier einen Schwankungsbereich, der durchaus die Richtung Vorgeben kann für das kurzfristig und ich denke mal, äh, dass wir auch heute Nachmittag, wenn die Non-Farm Paywalls rauskommen, äh, dass das nicht zwangsweise auch wieder so ein Event wird, wie das nichts passiert, sondern dass das durchaus etwas wird, was wir als marktbeeinflussend sehen können. Und dann müssen wir schauen, wie in welche Richtung sich das Ganze entsprechend auflöst. Und das Bild schauen wir uns einfach mal an dieser Stelle äh, entsprechend mit an. Und wir gehen jetzt in die US-Indizes. Das heißt, wir schauen uns den Dow mal an. Und im Dow hier im Stundenchart sehen wir diese wichtige Marke: 27.100 bis 27.200 Punkte. Das war ein wichtiger Bereich, beziehungsweise an dieser Stelle, das bitteschön ist ein wichtiger Bereich. Warum ist das ein wichtiger Bereich? Das ist ein wichtiger Bereich, weil hier drüben, ja, da ging der Abwärtsdruck los. Hier oben haben wir die Verkaufskerze gesehen, dann kam die Bestätigungskerze und dann richtig Dynamik unten rum. Und das ist genau dieser Bereich 27100 bis 27200. Das war hier auch zweimal ein ganz schön ordentlicher Widerstand. Jetzt sind wir drüber, wir sind quasi gestern drüber gelaufen und die Bestätigung für den Ausbruch sehen wir, wenn wir Tageshöchstkurse über dem Vortageshoch bekommen. Das heißt, wenn sich der Trend, der hier läuft, hier unten drunter, der kleine Bewegungstrend, den sehen wir ja auch schön äh, im Stundenchart mit drinnen. Also der kam ja von hier unten und der läuft sehr, sehr schön nach oben hier, schlängelt er sich schön nach oben rein. Wenn der weiter bestehen bleibt und sich schön nach oben fortsetzt, dann haben wir hier im Dau die Chance als nächstes hier das Zwischenhoch rauszunehmen bei 27.632 äh, etwa war das Hoch an dieser Stelle und das nächste der nächste Anlaufbereich wäre dann mal hier oben dieser Verkaufsbereich hier an dieser Stelle über der Marke von 28.000 Punkten das ist dann sozusagen das nächste Widerstandslevel hier äh, in diesem Bereich und das wäre dann mal die nächste Marke hin zur Oberseite wenn es bullisch weitergeht das Ganze rauszunehmen da wird sich der Markt entscheiden und da wird es wirklich auch im heutigen Handel sehr, sehr interessant. Was passiert hier oben beim aktuellen Zwischenhoch 27.632? Fliegt die Marke weg? Ist der nächste Bereich 28 knapp 1? Ansonsten müssen wir die Unterseite anschauen. Und da wird kurzfristig sicherlich hier der letzte Ausbruchsbereich um die 27.100 Punkte Marke interessant. Sollte es deutlich tiefer gehen, dann haben wir die Schwungbereiche bzw. Den, den letzten Drehbereich an dieser Stelle, sage ich mal. Und da sehen wir ja, der hat hier unten stattgefunden, um die Marke von gut 26.000 Punkten hier in diesem Bereich. Und das ist das, was hier jetzt auch zählt. Und das ist halt auch mit Blick auf den, auf den Trendverlauf, den wir von der Unterseite her gesehen haben. Also auch das, was wir hier im Tageschart so ein bisschen einzeichnen können, ist dann halt auch der interessante Bereich an dieser Stelle. Das war das Korrekturtief. Dann sind wir hochgelaufen. Und spätestens dort sollte der Markt wieder einen Richtungswechsel bringen. Ansonsten sieht es auch hier nach deutlich tiefer gehenden Kursen aus. Aber ich denke, da wird euch der Martin auch regelmäßig hier in den nächsten drei Wochen up-to-date halten. Auch da bitte nicht schüchtern sein. Bitte rein mit den Fragen auch in diese Stelle. Uh, und uh, der Martin kümmert sich dann auch darum, dass der Blick in den Dow Jones an dieser Stelle so, was ich jetzt mal noch machen möchte, ist, bevor ich uh, hier den Euro-US-Dollar mit reinschaue. Ähm, wir gucken noch mal kurz auf das Öl. Wir hatten das Öl ja da und wir sehen weiterhin ein, äh, ein zögerliches Verhalten. Ja? Also der, der Vor zwei Tagen ähm, war ich doch äh, optimistisch, äh, dass wir vielleicht doch dieses Level hier ordentlich rauswuppen können äh, und wir dann den Schub nach oben bekommen. Wir haben ja auch wirklich gute Meldungen von den Rohöllagerbeständen bekommen. aber der Markt kommt hier einfach momentan nicht wirklich richtig äh, ja, voran. Also, wenn wir uns dieses Chartbild hier äh, im Öl mal noch mit anschauen, äh, es ist keine Dynamik da. Ja? Also, ich meine, für Investoren ist sowas nicht schlimm, wenn so ein Markt in Ruhe nach oben läuft. Das ist alles gut äh, für die aktiven Trader. Naja, es ist halt immer ein bisschen tricky. Und das Chartbild, was wir hier sehen momentan, ähm, wir sehen es halt ganz klar. Es schlängelt sich so langsam nach oben. Die Schwankungsbreiten werden immer, immer kleiner. Das ist also eine extrem abflachende Kurve. Ähm, und. Diese extrem abflachenden Kurven, die sieht man nicht selten, ja, nicht selten vor einem Richtungswechsel, ja. Ähm, das ist so ein bisschen die Sache, wo ich persönlich sage, das ist etwas, wo ich mich frage, wie geht es ja weiter? Weil wir haben es ja vorher auch gesehen, ja, der ganze Rest, wenn wir uns diesen, diesen Aufwärtstrend mal anschauen, da gab es ja wirklich schon immer schön dynamische Ausbrüche hier, Ausbruch dynamisch hier, dynamisch hier, dynamisch hier. Feierabend mit Dynamik. Seitdem gehen die Korrekturen runter und es kommt oben nicht mehr wirklich viel raus und die ganze Range flacht auch immer mehr ab. Wenn wir uns das Ganze mal kurz auf Wochenbasis anschauen wollen, schaut euch mal die Wochenkerzen an, da kommt nicht wirklich viel an Dynamik, wenn wir uns das vorher mal anschauen. Ich meine, gut, hier unten hat man ja auch die Ausnahmesituation, ähm, aber auch hier die Kerzen, äh, die jetzt äh, nicht direkt mit der Ausnahmesituation zu tun haben. Die sind halt anders. Und jetzt haben wir hier in den letzten Wochen Kerzen. Da gibt es nicht wirklich viel Preisfortschritt zur Ober- oder zur Unterseite hin. Das ist so ein bisschen ein überlegendes Zeichen. Und hier ist es wirklich so: ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich habe das wirklich neugierigerweise ähm, an den Ohren. Das heißt, ähm, hier muss man wirklich sehen: man muss. Beachten, was der Markt hier macht, und für das kurzfristige Trading ist einfach die Schwankungsbreite zu klein. Mittelfristig, also wer das Ganze wirklich sieht, nach oben hin laufend, der Trend ist ja auch da. Das ist der Punkt hier zur Oberseite hin. Die Chancen stehen schon da, dass der Markt sich auch hochschlängelt und hier das nächste Level um die 48, 48, 50 auch mit anläuft. Ist es ist halt aber klein und deswegen für das kurzfristige Trading momentan nicht ganz so gut geeignet, weil einfach viel zu wenig Bewegung entsprechend da ist. Gut. Ah, damit hätte ich DAX durch, damit hätte ich DAU durch. Das waren auch zwei Wunschmärkte, die wir bekommen haben. Ähm, Öl, wie schon gesagt, jetzt auch. Und an der Stelle äh, mache ich jetzt den Wechsel zum nächsten Punkt. Das heißt. Ähm die Sache, dass wir hier jetzt den, äh, den, den Euro-US-Dollar nochmal besprechen. Äh, da ich die Frage an anderer Stelle bekommen hatte und ich versprochen habe, dass ich da ein zweites Video drauf, draus mache, nehme ich auch ein zweites Video auf. Das stelle ich dann auch auf den YouTube-Kanal von Tickmill auch mit drauf. Ähm, das heißt, es wird da zwei Videos heute geben. Einmal die klassische Marktbesprechung wie bis jetzt. Und diejenigen, die das Video jetzt im YouTube-Kanal schauen, bitte das nächste Video auch noch mit anschauen. Das ist dann hier das Video Euro-US-Dollar. Das Ganze.